Na, hast du auch schon mal das Leben in vollen Zügen genossen und keinen Sitzplatz gefunden? Das ist echt keine schöne Erfahrung. Die möchte ich dir ersparen, deswegen schau dir die Tipps aus diesem Video unbedingt bis zum Ende an, denn dann sitzt du in Zukunft immer bequem auf deinem Platz im Zug. Das Wichtigste zuerst, die Sitzplatzreservierungen. Die Sitzplatzreservierungen sind natürlich der einfachste Weg, einen Sitzplatz im Zug zu bekommen. Sie kosten allerdings auch 4 € und du kannst sie auch, nachdem du dein Ticket gekauft hast, noch separat kaufen. Ein Video dazu verlinke ich dir einmal. Wenn allerdings die 4 € für dich keine Option sind, dann mach dich lieber anders auf die Suche nach einem Sitzplatz. Die Sitzplatzreservierungen, die werden nämlich vom Speisewagen, vom Bordbistro in der Mitte des Zuges, der die erste Klasse von der zweiten Klasse trennt, aus vergeben. Das bedeutet, gerade die Mitte des Zuges, wo erste auf zweite Klasse trifft, solltest du eher vermeiden. Hingegen sind die Enden des Zuges, besonders das Ende, wo die zweite Klasse nachher endet, der Ort, wo die meisten Plätze noch zu vergeben sind. Das kann mal der Wagen Nummer 1 oder Nummer 2 sein. Hier wirst du in den meisten Fällen noch die besten Sitzplätze finden. Um herauszufinden, wo sich was befindet, kannst du einmal am Bahnsteig auf den Wagenreihungsplan schauen oder aber in der App die Wagenreihung aufrufen und dann siehst du jeweils die Buchstaben an dem Gleis, wo du siehst, wo du dich genau hinstellen musst, um dann am besten direkt an der Tür zu stehen und am Ende des Zuges einen Sitzplatz zu finden. Wenn du allerdings einmal einen Sitzplatz reservierst und dann schauen möchtest, wo noch am besten die freien Sitzplätze sind und die Reservierung dann nicht abschließt, dann kann das ebenfalls sehr aufschlussreich sein. Dafür bin ich hier einmal auf eine Buchungsseite von der Bahn gegangen. Den Link findest du in der Beschreibung. Und wenn ich jetzt hier auf Sitzplatz auswählen klicke, dann siehst du zunächst einmal, dass ich mich direkt in der Mitte des Zuges befinde. Hier Wagen 7 wird mir automatisch vorgeschlagen. Dieser Wagen, der wird besonders gern vorgeschlagen. Du solltest ihn also meiden, wenn du keine Reservierung vornehmen möchtest. Hier im Wagen 1 sind hingegen noch super viele Plätze frei. Das heißt, hier hast du viele Möglichkeiten und nachher in Richtung der erste Klasse, da kannst du dann wahrscheinlich nicht mehr reservieren, weil dies eben die erste Klasse ist. Genau. Also immer in Richtung Ende des Zuges gehen und sich dort auch hinstellen. Das Fahrradabteil kann hier auch nochmal eine gute Möglichkeit sein. Du kannst außerdem nachschauen, wenn du gerade erst kurz vorm Einstieg bist und der Zug eine sehr hohe Auslastung hast, dass du hier auf der Website einmal auf Nur Sitzplatz klickst und dann die Verbindung eingibst, die du gerade fahren möchtest. Und dann siehst du direkt, ob du noch einen Sitzplatz reservieren kannst. Dann gibt es zumindest noch Restplätze im Zug. Und wenn du dann hier auf zur Reservierung klickst, dann kannst du ebenfalls nochmal schauen, wo dir die Reservierung in dem Fall Plätze anbieten würde. Und das kann ja ebenfalls nochmal eine Möglichkeit sein, dass du schaust, ob da schon jemand reserviert hat. Und dann werden dir hier direkt die freien Sitzplätze angezeigt. Aber es gibt noch zahlreiche weitere Möglichkeiten. So ist es zum Beispiel eine gute Idee, möglichst früh zum Bahnhof zu gehen, besonders wenn der Zug hier schon länger steht. In manchen Bahnhöfen, wo die Fahrt erst beginnt, zum Beispiel in Hamburg, Berlin oder Frankfurt, in den großen Knotenpunkten, da steht der Zug schon und du kannst dir bereits vor allen anderen deinen Sitzplatz aussuchen. Doch nicht immer ist das natürlich möglich und manchmal muss man dafür auch den Bahnhof wechseln. Zum Beispiel fahren Züge in Hamburg häufig in Hamburg-Altona los oder in Berlin fahren sie vom Ostbahnhof los und kommen erst dann in den Hauptbahnhof. Und so sitzt du schon im Bahnhof, wenn der Zug gerade erst startet und die anderen Fahrgäste, die steigen dann erst später zu. Das kann also auf jeden Fall sinnvoll sein. Okay, dann solltest du dich schlau am Bahnsteig platzieren. Durch die Wagenreihung findest du heraus, wo in etwa die Wagen stehen werden und kannst dich so perfekt positionieren, um dann direkt neben der Tür zu stehen, als einer der ersten die Möglichkeit zu haben, sich einen Sitzplatz auszusuchen. Eine weitere Möglichkeit sind die Bahnkomfortplätze. Das sind ja, Plätze, die für Vielreisende reserviert sind. Diese Vielreisenden, die sitzen aber möglicherweise gar nicht auf diesen Plätzen und da findest du noch freie Möglichkeiten. Außerdem sind manche Züge natürlich mehr ausgelastet als andere. Das siehst du, wenn du in der Reiseauskunft einen Zug suchst und das orange Symbol erscheint. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Zug ziemlich wahrscheinlich gut gefüllt sein wird. Wenn du die Möglichkeit hast, dann weiche doch auf einen anderen Zug aus. Möglicherweise sind auch IC-Züge deutlich leerer als ICE-Züge. In der Reiseauskunft kannst du ebenfalls auswählen, dass du mit der IC-Zuggattung fahren möchtest. Das spart übrigens auch nochmal ein bisschen Geld beim Ticketpreis und normalerweise findest du in diesen Zügen besser einen Sitzplatz als in den ICE-Zügen. Im Kinderabteil sind ebenfalls möglicherweise noch Plätze frei. Auch das kannst du einmal ausprobieren, musst dann allerdings natürlich mit den möglichen Einschränkungen leben. Und du siehst ja immer, bis wohin Plätze reserviert sind, wenn die Reservierungsanzeige funktioniert. Schau dir das genau an und überlege, wie weit fährst du. Vielleicht kannst du ja möglicherweise auf einem reservierten Platz sitzen und kurz bevorher
kurz bevor der andere Reisende dann kommt, den anderen Platz wählen, wo dann die Reservierung zum Beispiel schon wieder geendet hat. Und so kannst du, kurz bevor der Zug in den Bahnhof einfährt und du deinen Platz eh aufgeben müsstest, schon einen neuen Platz suchen. Du siehst also, es gibt ein paar Möglichkeiten, einen Sitzplatz auch in vollen Zügen zu finden. Und wenn du wirklich nicht weiter weißt, dann frag doch einmal die Zugbegleitung, die wissen meistens, wo noch Restplätze sind. Bis dahin hoffe ich, dass dir diese Tipps gefallen und weitergeholfen haben. Und jetzt eine gute Zugfahrt für dich.